Ja, herzlich willkommen zum Fotocafé Nummer 51. Heute wieder im regulären Takt. Und wir haben ein paar spannende Themen für euch vorbereitet. Es geht um eine größere Bildbesprechung von den letzten beiden oder von drei Workshops eigentlich. Und wir haben nur das Programm ein bisschen umgedreht, weil der Robert, der das moderiert, muss schon früher weg. Und darum fangen wir mit der Fotografie an. Es gibt so einen ganz einen kurzen Erfahrungsbericht über die Canon EOS R7, da schon einige Fotos damit machen können. Und der Markus und ich werden auch über Datensicherung plaudern. Ein ewiges Problem, das man auch in den Griff kriegen muss. Und natürlich gibt es zum Abschluss wieder die Photoshop Challenge mit dem Oliver. So, wir fangen mit der Bildbesprechung von der Millag an. Das war jetzt schon der zweite Fotowalk auf der Millag, sprich Burg Wiener Neustadt. Das hat sich ganz interessant ergeben durch einen Presseoffizier von der Militärakademie, der Adobe-Lightroom-Kunde ist bei uns. Und das ist ein ganz, ganz toller Fotowalk. Robert, ich schalte einmal aufs nächste Bild und du sagst dann einfach weiter, oder? Ja, also ich muss zugeben, es ist ein bisschen eine Challenge jetzt auch, weil ich die Fotos vorher eigentlich nicht wirklich gesehen habe zum Großteil. Deswegen spricht da sehr viel dann auch der Ersteindruck, der ja in der Fotografie auch immer sehr, sehr wichtig ist, weil man muss ja ein Bild anschauen und dann auch dort hoffentlich verweilen. Und das sollten die Bilder nach Möglichkeit eben auch tun können. So. Jetzt haben wir da bei der Milag gleich einmal ein Stiegenhaus, wenn ich das jetzt so richtig interpretieren kann. Und ich muss sagen, eine Ansicht von einem Stiegenhausauge ist ja an sich was sehr Klassisches in der Architekturfotografie, was oft sehr gut funktioniert auch. Hier ist es ganz wichtig natürlich, dass man sich dann auch sehr in der Mitte positioniert, weil sonst kriegt man schnell einmal sehr unterschiedliche Dimensionen oder Seitenverhältnisse und das wird recht schnell dann stören. Was mir jetzt an dem Bild aber sofort auch auffällt, ist, dass hier alles sehr schön ausgewogen ist, was gerade sehr wichtig ist natürlich für so Stiegenhausfotografie. Was mir auch sehr taugt, ist, wenn ich da jetzt links im Bild schaue, ich sehe dann noch diesen Handlauf, der nach oben oben aus dem Bild hinausläuft, aber eben oben hinausläuft und nicht genau in die Ecke des Bildes hinein, weil dadurch, dass es jetzt nicht Ja, exakt in die ganz Bildecke sicher. läuft, wird das Bild eben, ja, wird das Bild größer oder der Raum, den das Bild abbildet, wird größer und es wird tatsächlich zu einem Raum. Ansonsten wäre es sehr schnell eine geometrische Zeichnung, aber so haben wir einen Raum hier. Was ich in dem Fall wirklich das Wichtigste und Schönste finde. Ja, das war eigentlich super weitergeleitet, bitte, ja. Ich finde, das ist sehr spannend, weil es ja doch eigentlich eine Detailfotografie ist, die ein nicht architektonisches Detail zeigt. Ich finde es sehr spannend, wie hier eben Handlung und Raum miteinander verknüpft werden. Also von der architekturfotografischen Aufnahme her, die ist alles tadellos. Es sind die senkrechten Linien auch tatsächlich senkrecht. Was hier wirklich das Hauptaugenmerk ist, finde ich, ist wie dieses Gesangsbuch mit dem Kirchenfenster im Hintergrund schön ein Zwiegespräch eigentlich führt und man automatisch dadurch eine Geschichte im Bild hat. Das zieht sich richtig schön, gell, zu dem Fenster. Total, ja. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos gewesen, weil das, was ich jetzt da sehr spannend finde, ist, also, oder ich fange anders an, es sind nämlich zwei Punkte jetzt, die mir sofort auffallen.
die ich da ansprechen möchte. Das eine ist, ich finde es total arg, dass das eigentlich, man schaut das Bild an und es strahlt einen gleich ein Mannschgerl an, das an gefühlt umarmen will. Von dem her ein sehr eigentlich willkommen heißendes Bild. Betrachter wird willkommen geheißen. Und auch durch die Krümmung der Linien wird man eigentlich immer wieder, wird der Blick des Betrachters immer wieder ins Bild, in die Bildmitte geleitet. Was natürlich sehr gut ist, weil dadurch schaut man das Bild dann auch länger an. Ist ja das Ziel der Sache. Und was war jetzt das Zweite? Ah ja, genau. Die Symmetrie ist ja in dem Fall sehr, sehr wichtig. Und die ist wirklich sehr gut erwischt worden. Wenn ich mir jetzt da beispielsweise links und rechts unten die beiden Ecken anschaue, wo diese schwarzen Holztüren hineinmünden, sieht einfach da auch im Detail wirklich exakt in der Mitte aus, das Bild. Und auch wenn ich mir die beiden Antrittsstufen links und rechts ansehe, sind beide in der gleichen Perspektive nur gespiegelt. Also ja, ich möchte nicht wissen, wie lang du da gesucht hast für diese Position. Aber das Interessante ist, die Maria ist eine Wettbewerbsfotografin, die sitzt heute gerade im Flieger nach Thailand, die ist leider nicht dabei. Man merkt halt, dass die da ganz, ganz genau schaut. Mhm. Und das Interessante ist auch, du gehst bei der St. Georgs Kathedrale raus und der Blick erschließt sich nicht sofort. Also da, weil man ja komplett nach unten schaut und es stürzen die Linien eigentlich nicht so wie erwartet. Es ist schon ein bisschen verzerrt, aber ich finde nicht so, es ist sehr, trotzdem sehr, sehr ansprechend. Ja, und vor allem, es sind, ich rede mir in meinen Architekturworkshops immer einen Ast ab, dass ich sage, die senkrechten Linien müssen auch alle senkrecht sein. Mit der Ausnahme eben, dass man merkt, dass sie nicht senkrecht sein sollen. Und genau das passiert hier eben. Man merkt, dass es beabsichtigt ist, dass sie nicht senkrecht und parallel sind. Und von dem her funktioniert das dann einwandfrei, tadellos mit stürzenden Linien. Genauso da auch. Also da sind die Senkrechten mal definitiv nicht parallel und das ist auch gut so. Sonst gäbe es die Ansicht nicht. Finde ich ein unheimlich schönes Schattenspiel. So diese ganz feinen Nuancen zwischen den einzelnen Bogenelementen und Bogenflächen finde ich total schön. Spannend wäre jetzt vielleicht noch, wenn man es noch ein bisschen gerade dreht, dass es tatsächlich dann eigentlich richtig schön geometrisch wirkt, das Bild. Das können wir leider jetzt nicht, wenn wir es im PowerPoint haben, aber wir können es vorstellen. Aber ich finde es extrem schwierig, genau den Punkt zu finden, wo du dann absolut fotografierst, damit es auch einigermaßen funktioniert, weil die Nicole ist ja in der Diagonale eigentlich ziemlich schön drinnen. Mhm. Ein bisschen noch drehen, also ich finde es immer sehr schwierig eigentlich von der Aufnahme her. Ja, also ich probiere es selbst immer wieder mal bei entsprechenden Motiven und es ist immer eine Herumtüftelei, bis man das dann wirklich hat. Also gefällt mir sehr gut. Okay. Okay, das ist jetzt vom Raum her, finde ich, sehr spannend. Ach so, das ist unterm Altar durch, gell? Das finde ich spannend, weil da kommt jetzt was, dadurch, dass jetzt hier natürlich keine Menschen oder sonstige Maßstabsobjekte im Bild drinnen sind, verliert man eben den Maßstab sehr schnell und da kommen dann auch so, bei mir zumindest, so Assoziationen mit ganz extremer, brachialer Architektur auch so zum Tragen. Und es fühlt sich an, als würde man dadurch extrem massive Gänge hindurch wandeln, um in eine alte Kathedrale oder so hineinzukommen. Also ich finde das von diesen Größenverhältnissen extrem spannend.
Und das Interessante ist ja, man würde nicht erwarten, dass das der Tisch beim Altar ist. Wenn du den normal fotografierst, schaut der ja überhaupt nicht beeindruckend aus. Ach ja. Und was auch noch ganz schwierig ist, du musst den Winkel richtig erwischen, damit es tatsächlich so ausschaut. Das heißt, es ist wirklich schwierig, den richtigen Winkel zu erwischen, damit man das sozusagen diese Spiegelung auch hat. Und das Interessante ist auch, da ist nämlich die Reliquie drinnen, denn in jedem Altar, also bei jedem Altar muss irgendwo eine Reliquie sein, und die ist jetzt da unten versteckt. Jetzt fallen mir noch zwei Dinge dazu ein, zu dem Bild. Zum einen nämlich, ich fand das nämlich extrem spannend, dass du gesagt hast, dass der Altar an sich jetzt nicht allzu viel hergibt. Weil das ist auch etwas, das ist nämlich etwas, wo ich mir immer schon gedacht habe, oder wo man auch sagt, man kann ja fantastische Bilder oder wunderschöne Bilder von hässlichen Menschen machen und hässliche Bilder von schönen Menschen. Es kommt letzten Endes bei allem, was man fotografiert, zeichnet, malt, wie auch immer, eigentlich immer darauf an, wie man es in Szene setzt. Na, ganz genau. Und der Altar kriegt in dem Fall so eine Wucht. Also ja. Das finde ich sehr beeindruckend. Und das Zweite ist eben so dieses Spiel mit Punkt und Kontrapunkt. Also du hast eigentlich da beim Kreuz, oder na, eigentlich in der Bildmitte, beim Altar hinten oder beim Flügelaltar, diesen hellen Innenbereich, der das Bildzentrum eigentlich ausmacht. Und unten im Kreuz diese helle Spiegelung, die eigentlich jetzt noch einmal so ein Kontrapunkt dann darstellt und die Komposition ausgeglichener macht. Dass man auch wieder länger im Bild verweilt letzten Endes. Ja, dann switchen wir jetzt zum Südbahnhotel auf den Semmering. Ist ja nicht so weit weg von der Villag. Ah. Okay. Das kurz nur eine Frage, weil ich selber nämlich gar nicht weiß, das Südbahnhotel ist jetzt, wird das noch irgendwie in einer Form instand gehalten? Es wird jetzt restauriert und soll wieder in Betrieb gehen und wird im Moment als Kulturstätte genutzt. Die Renovierungsarbeiten schreiten voran, aber es sind halt noch viele Teile nicht renoviert, die halt noch sehr urig ausschauen, um das einmal so zu formulieren. Okay, was jetzt bei dem Bild aber auch recht cool ist, also abgesehen von der absoluten Akkuratheit, dass alles, was irgendwie parallel sein soll, auch parallel ist, also technisch wunderschön aufgenommen. Was halt witzigerweise oft einmal nicht so schnell auffällt, ist, wenn man ein Foto von einem Spiegel sieht, aber kein Spiegelbild von Fotografen. Und wenn es nicht auffällt, dass da kein Spiegelbild ist, aber auch tatsächlich keines ist, dann ist es einfach super aufgenommen. Weil es einfach super natürlich und super schön aussieht. Ah, so das Gebäude geht dann ums Eck oder wie? Genau. Und das Problem war, es hat ganz, ganz viele Fotos gegeben. Und das ist so schwierig, aber ich wollte nicht so viele auswählen, damit wir da irgendwie an ein Ende kommen. Ja. Aber ich finde das Interessante, das schaut ja aus, wie wenn das dahinter wieder ein Photoshop-Filter gearbeitet wäre, was natürlich nicht der Fall ist. Ja, und es sieht auch, also ich weiß jetzt nicht, wie die Lichtverhältnisse waren vor Ort, aber es sieht aus, als wäre einfach perfekte Lichtstimmung gewesen, dass sowohl der Innenraum als auch der Außenraum gut, ja, im Dynamikumfang gut abgebildet wird. Ja, ja. Aber da steckt sicherlich auch ein entsprechendes Maß an Photoshop-Düftelei dann dahinter, dass das auch so funktioniert. Ja. Und ich finde es auch immer spannend, so diese Kastenfenster, wo du ja an sich mit dem Fenster schon einmal zwei Fensterebenen hast, die miteinander spielen. Und dann jetzt eben die Fassade dahinter noch einmal
vor allem im Mittelfenster durchsehend noch einmal dieses große Fenster dahinter. Da hat man einen Haufen an Linien, die sich irgendwie überlagern. Was jetzt das Schöne an dieser Perspektive ist, dass die Linien sich so überlagern, dass sie sich nicht gegenseitig im Weg sind und aber letzten Endes im Prinzip jede Linie ihr Gewicht bekommt, so dass sie halt tatsächlich auch zum Tragen kommt. Also ich finde auch interessant, dass das Fenster im Vordergrund, durch das, dass man der Seite fotografiert ist, werden ja quasi diese ganzen, die Fenstereinfassungen wird gegeneinander verschoben. Die kriegen nur eine Dimension mehr. Ja, absolut. Okay. Finde ich jetzt sehr interessant, auch von der Bildwirkung her, weil das das ganze Bild ein bisschen, also dadurch, dass ich ja sehr helle und sehr dunkle Elemente im Bild habe, und ich schätze mal, dass das jetzt kein HDR ist. Nein, das ist kein HDR. Ja, dadurch strahlen halt die hellen Bereiche deutlich über. Aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl, dass da großartig viel ausreißen wird. Selbst wenn, in dem Fall ist das aber auch wurscht, weil das ganze Bild dadurch so ein bisschen eine Strahlkraft auch bekommt. Was ich, gerade wenn es um Musikinstrumente geht oder um Bildmotive, die Emotionen transportieren. Das sind halt, also Flügel transportiert für mich immer immens viel Emotion und sehr viele Geschichten, die ich damit verbinde. Und da gefällt mir das dann schon sehr, wenn dann so dieses ätherische Strahlen dann auch noch so ein bisschen rauskommt. Und interessant ist ja, man schaut quasi in den Raum rein, aber links und rechts die Tür, die dann noch geschlossen ist, man braucht dann ein bisschen, damit man einordnet, welches Motiv ist auf welcher Ebene. Aber ich finde, es ist sehr gut gelöst. Mhm. Das stimmt ja, vor allem auf der rechten Seite, wo die Tür aufgeklappt ist, überlagern sich diese Strukturen noch einmal. Und dahinter das Bücherregal auch noch. Also kann man sich durchaus auch da in den Details drinnen verlieren. Ich vermute, also okay, ist das jetzt auch ein Flügel oder ist das dieser Flügel? Ja, es ist sehr cool. Also ich muss es natürlich sagen, mir gefällt, dass die senkrechten Linien senkrecht sind. Yay. Na, aber die, ja. Da war die Möglichkeit, man ist quasi auf der Bühne gestanden, hat sich genau ins Zentrum stellen können, also man hat relativ gut zu dem Flügel können. Man war höher. Jetzt war es leichter, die Linien vertikal zu belassen. Ja. Dass man keine Projektion drauf kommt, nach oben, nach unten. Was dabei sehr interessant ist, dass alles zentral zur Mitte führt, gell? Mhm. Ja, und das ist auch von der, also das ist so total spannend, wie man eigentlich das Auge austrickst. Weil dadurch, dass jetzt der Mittelpunkt, diese eine Tür in der Bildmitte, dass das eigentlich nahezu schwarz ist, die Wände aber weiß sind, also auf jeden Fall halt heller wirken als wie die Tür, hat man jetzt trotzdem auch das Gefühl, dass die Spiegelung auf dem, ich vermute mal auf dem schwarzen Klavier, auch weiß sind. Obwohl man weiß, dass es schwarz ist. Also es ist, ja, ein bisschen hirnverwindend, was sehr schön ist. Und links von der Helligkeit wird man dann noch einmal verwirrt. Genau. Und weil das starke Licht, das von links kommt. Ja. Und war der Flügel wirklich so sauber? Ja, da war so eine Filmpremiere vor kurzem und dann haben sie irgendwie, ich weiß nicht, ob der Harald heute da ist und wie viel er gestempelt hat, aber ich glaube, dass das
dass das Klavier sehr sauber war. Also ich hoffe es, weil ansonsten Hut ab vor der ganzen Stempelei. Da kann man schon bald einmal zum Spammel werden. Ja, das ist jetzt so auch wieder dieses ätherische Glühen, was ich vorher schon gemeint habe, aber jetzt eben auf eine andere Art erreicht. In dem Fall halt gerade durch HDR erreicht. Und eigentlich den Orton-Effekt. Also das Interessante ist, die Nicole ist glaube ich leider nicht da über die Arbeit immer noch abends. Aber ich bin jetzt nicht so der Freund von HDR, aber sie hat da auch Bilder geschickt, die sind so sensationell und darum haben wir da jetzt auch zum Schluss noch welche reingeben, weil ich finde, das trifft das Thema derartig gut und ist einfach sehr gekonnt umgesetzt. Und dann muss man ehrlich sagen, dann passt das auch. Absolut. Aber was man da noch aufhört, Robert, rechts gehört der weiße Rand noch weggeschnitten, gell? Dann wäre das noch perfekt. Also der weiße Rand stört mich dann noch rechts. Ja, ich weiß nicht, das eigentlich, also mich stört vielleicht eher sogar links bei der Tür, dass man da noch so einen weißen Streifen hat. Weil, müsste man ausprobieren, wie es dann besser kommt. Wir werden die nächste Mal in Leitung ziehen, dann können wir nämlich schneiden. Ich glaube, das Problem ist nämlich ein bisschen, durch den weißen Rand, dann sieht man, von wo das Licht kommt. Also dann hat man so ein Gefühl, von da kommt das Licht. Das ist vielleicht der Grund, warum die Nicole den gelassen hat. Genau, ja. Ja, da gibt es nur ein letztes. Was ich sehe, da ist dann, die hat dann richtig gearbeitet, um sozusagen das nochmal die Verwirrung zu schaffen. Wobei, die schaut natürlich jetzt unnatürlich aus, weil es viel zu hell ist im Vordergrund, oder? Ja, es ist halt ein sehr, sehr starker HDR-Effekt. Ja. Das ist aber, denke ich, trotzdem auch ein gutes Beispiel, wie sehr man vielleicht HDR manchmal ausreizen kann, wenn man entsprechende, wirklich beabsichtigte Bildwirkung. Ja, und vor allem, wenn man es kann. Bitte? Wenn man es kann, dann vor allem. Die Nicole kann es offensichtlich. Ja. Es ist nämlich erstaunlich, was da noch drin ist. Oliver, du bist ja. Weil es wäre wahrscheinlich kein Problem für dich, das im Photoshop zu spielen und einzubauen. Aber ich glaube, das so zu fotografieren ist schon großartig. Ja, ja, also ich habe mir zuerst gedacht, irgendwie ist da ein Swimmingpool, weil das sich alles so spiegelt. Ja. Also für die, die noch nicht im Südbahnhotel waren, es wird eben im Frühling wieder einen Termin geben. Ich bin gerade am Ausschnopsen. Die sind verkauft worden, aber es ist dann auf gutem Weg, dass es renoviert wird und ja, es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. So, jetzt muss ich noch ganz kurz raus, damit wir noch zu den Architekturfotos kommen. Warte mal, ich werde noch mal kurz mal nur schauen. Ich habe nämlich dann jetzt durch unseren ganzen Warte, ich stecke dann nur schnell aus der Präsentation aus. Wir haben nämlich ganz kurz vorher noch das Programm ändert, dass damit du zu deine Bilder kommst, Robert, genau. Ja. Ja, tut mir leid, dass das so kurzfristig jetzt war. Ja, wir machen das. Das sind so eine Sekunde noch, dann gebe ich den Bildschirm frei. Na, funktioniert eh schon. Ja, sehr gut. Ja. Ja, du weißt, das ist noch freigegeben. Also, wie ihr seht, wir waren bei der WU Wien. Ja? Also in Wien bei der Wirtschaftsuni ist ja doch ein relativ großer Campus, der dadurch besticht, dass da zahlreiche, sehr namhafte Architekten ihre unterschiedlichen Stile da haben verwirklichen können, unter anderem auch so Größen wie Zaha Hadid. Über das Bild brauchen wir jetzt nicht allzu viel reden. Das ist einfach, das habe ich irgendwie reingeschupft noch. Ich habe jetzt leider noch nicht von allen Fotos bekommen, aber die ich bekommen habe, die haben mir schon sehr taugt, muss ich sagen. Danke an dieser Stelle an Brigitte und auch an Karl. Hier bei dem Bild beispielsweise, was mir
da so sehr gut gefällt, ist die Räumlichkeit, die man im Bild drinnen hat. Wenn man da jetzt auch schaut, das sind, also, oder vielleicht kurz zur Erklärung dieses Bauwerks, da hat man tatsächlich zwei sehr große Baukörper, die beide eben nur dreigeschossig sind und dazwischen meandert so ein Luftraum hindurch. Und genau da schaut man eben durch. Und in den meisten Fällen, selbst wenn man dort vor Ort ist, hat man jetzt nicht unbedingt so das große Gefühl, dass das ein Raum ist, sondern mehr, dass es ein Gang ist. Aber so wie das jetzt aufgenommen ist, wird man einfach vom Blick genau dort hineingesogen, verweilt dann auch ganz hinten im hintersten Eck dann eine Zeit lang und das Ganze, dieser Gang eigentlich bekommt auf einmal so eine schöne Räumlichkeit, also halt das, was Architektur ausmacht, der Raum. Und sowohl eben der Positivraum, also das Gebäude an sich, als auch der Raum, der das Gebäude umgibt, der Negativraum. Und hier ist das, finde ich, ein sehr schönes Porträt an diesem Negativraum. Ich würde nur ganz kurz dazwischen gerne was sagen. Und zwar, es hat ein bisschen Probleme mit dem Hochladen gegeben, mit dem Google Drive. Wir werden versuchen, das zu lösen. Und wenn jetzt jemand dabei ist, der noch gern von den Architekturworkshops Fotos zeigen möchte, dann einfach kurz mit mir Kontakt aufnehmen und am besten per Mail und dann werden wir die Fotos an uns holen und wir würden das dann auch in die nächsten Fotocafés einbauen, weil es macht sowieso Sinn, weniger Bilder zu zeigen. Wir haben jetzt eigentlich beschlossen, dass wir eins, vielleicht mal zwei, weil wir wollen nicht zu viele Bilder zeigen, dafür soll jeder mal drankommen. Also wenn wer heute nicht dabei ist, dann bitte nicht böse sein, aber wir werden das aufarbeiten. Gut, dann gehen wir weiter, Robert. Und vielleicht dazu noch kurz ein Wort. Ich habe es eh jedem angedroht, der mit beim Workshop dabei war. Schickt mir gerne eure Bilder. Ich schaue mir die sehr gerne durch. Ich nehme mir dann auch Zeit, ein längeres Feedback, ein ordentliches dazu zu schreiben. Und wenn es dann noch weitere Fragen dazu geben sollte, was ich tatsächlich damit meine, weil ich ja doch teilweise dann sehr ins Detail gehe, einfach fragen, dann gibt es auch dazu wieder Antworten. Also, Robert, ja? Ich würde dir auch bitten, dass wir das dann nochmal in einem Blogbeitrag verarbeiten, weil es ist ja schade, wenn, also natürlich immer nur dann, wenn jetzt der Fotograf einverstanden ist, aber es ist nur schade, wenn du dir dann so viel Mühe machst und dann können nur mehr Leute davon profitieren. Ja, also wenn ich werde das dann mit entsprechend kommunizieren. Ja. Wäre interessant, genau. So, das nächste Foto wartet schon. Jawohl. Noch einmal Brigitte, Dankeschön. Das war auch gleich zu Beginn eigentlich vom Workshop. Also da habe ich jetzt noch nicht wirklich allzu viel zu reden gehabt. Habe noch nicht so viel erzählt. Aber man sieht auch hier, es sind jetzt die, man hat doch deutlich, man erkennt deutlich, dass wir hier stürzende Linien haben. Ja, noch nicht. Aber in dem Fall passt es wieder, finde ich, sehr gut, wenn man dadurch dann doch auch wieder so ja, die Größe vom Gebäude spürt, weil man ja dann erst merkt, wie dicht man davor steht und sich das vor einem dann aufbaut. Und was ich auch sehr schön finde, ist eben, dass man links und rechts diese zwei Bäume im Vordergrund hat, die beide aber nicht komplett im Bild stehen, sondern den Blick eben jetzt in die Mitte frei machen. Also sie stehen eigentlich Spalier für das Gebäude, das in der Mitte steht. Und ich finde es von den Farben einfach auch sehr schön und da passt einfach dieser ja, dieser Weltuntergangshimmel, den wir an dem Tag hatten, perfekt dazu. Ja, und die Brigitte hat auch im Online-Fotokurs begonnen jetzt vor einiger Zeit und ist da, glaube ich, auch richtig reingekippt. Und sehr schön, man sieht dann auch wirklich große Fortschritte im Laufe der Zeit, in kurzer Zeit eigentlich. Das ist sehr, sehr toll. Ja, wie gesagt, auch danke Karl für die Fotos. Hier sind wir jetzt im Bibliotheksgebäude von der Zaha Hadid. Also das ist ein
ja, sehr geordnetes, wahnsinniges Durcheinander da drinnen, und das wirkt wie ein, kann man sagen, Spaceship heißt es auf Englisch, auf Deutsch fällt es mir gerade nicht ein. Ach, danke. Ja. Und da hast aber auch dann, man muss trotzdem halt diese Futuristik auch irgendwie ein bisschen im Foto aufnehmen können. Und hier hat man die Schwierigkeit im Innenraum, dass halt sehr viele Kurven und sehr viele Diagonale und schräge Linien aufeinandertreffen und die dann wieder so miteinander zu kombinieren und auch Flächen im Bild zu haben, die sich gegenseitig jetzt nicht irgendwie stören, sondern letzten Endes unterstützen, finde ich immer sehr schön. Und hier hat man jetzt vom Bildaufbau, finde ich, auch sehr spannend. Links da diese drei Fensterbänder, die noch angedeutet sind, sind eigentlich so das dunkelste Element im Bild. Und durch diese grauen Flächen, die dann durch die Rundung dann immer heller werden, wird man auch da in diesen Gang hineingezogen, der dann deutlich heller ist. Also diese, man hat da richtig schöne räumliche Verschachtelung dadurch. Und dadurch kriegt man einfach viel mehr Raumgefühl in einem Foto drin. Was immer sehr schwierig ist, was Dreidimensionales auf einer zweidimensionalen Fläche auch dreidimensional spürbar zu machen, funktioniert hier, finde ich, sehr gut. Ja, und das Foto darf, finde ich, jetzt auf keinen Fall fehlen. Ich habe da hier ich habe ein relativ langes Feedback dazu auch geschrieben. Und ich hatte tatsächlich eine Kleinigkeit an dem Bild noch auszusetzen. Also das ist jetzt, wenn ich selber so hinkriege, war die unfassbar glücklich. Aber wenn wir jetzt schauen, da ganz rechts am Rand ist ein winzig kleines Punkt Schatten. Das ist von einem Handlauf oder so. Da meinte ich, wenn man das noch irgendwie schafft, wegzubekommen, dann ist das... Also nein, ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, was man an dem Bild großartig noch verbessern könnte. Minimalistisch. Also ich find, ja, perfekt minimalistisch. Es ist auch von der Aufteilung her, finde ich, sehr schön. Diese eigentliche Drittelregelung. Und man hat durch diese unterschiedlichen Winkel, die da drin vorkommen. Also wenn ich mir jetzt die Säulen anschaue, die sind ja alle nicht parallel zueinander. Die werden nach links hin immer schräger. Aber genau dasselbe habe ich auch mit den mehr oder weniger waagrechten Linien. Die unterste ist wirklich komplett waagrecht und nach oben hin werden sie immer steiler. Also das ist ein Thema, das sich da auch im Bild schön wieder wiederholt. So, der Bruno hat die Hand gehoben. Möchtest du irgendwas beitragen? Ich hätte noch eine Frage. Ja, bitte, Peter. Und zwar sehe ich, das sind ja offensichtlich Spinde oder da unten, die da stehen. Mhm. Die passen in der Perspektive überhaupt nicht. Die fallen um. Das Bild ist irgendwie in der Perspektive nicht richtig. Ja, es ist ein bisschen nach unten fotografiert, das stimmt, ja. Ja, aber die Schränke kann ich aufstellen und dann ist das Bild, hat dann wirklich dann habe ich nämlich eine Konstante oder einen Bezug und das sind die Spinde, die sind gerade, die stehen auch gerade und der Rest ist dann das Spiel. Und so verliere ich jegliche Perspektive, also beim Hinschauen. Ja, müsste man ausprobieren, ja. Aber es kann durchaus passieren, dass, also ich habe es jetzt da nicht probiert, aber es könnte passieren, dass das Ganze dann plötzlich auch anfängt auseinanderzufallen dadurch. Aber stimmt allerdings, müsste man ausprobieren. Ich finde es eh sehr gut, wenn es ja Dialoge gibt, dass nicht immer wir murmeln und es auch Einwände gibt, weil es von dem lebt ja das Ganze. Und ich glaube, das Schwierige ist, Oliver, wenn man das im Photoshop jetzt zum Beispiel die Spinde freistellen würde und gerade richten, dann kann es sein, dass das Gesamtbild irgendwie leidet, oder?
Ja, da kann ich nur in Robert recht geben, muss man ausprobieren. Ja. Also ich kann es jetzt auch nicht sagen. Also Das natürlich kann man jetzt dort diese Spinde freistellen und dann halt verzehren. Muss man halt schauen, wie das. könnte man vielleicht für die Photoshop-Challenge mal überlegen, Nein, für eine der nächsten. ich Ja. denke, das ist viel einfacher zu machen, weil es von oben nach unten fotografiert ist, stürzt es natürlich. Das kann man in Lightroom ganz schön mit ein paar wenigen Handgriffe kann man das aufrichten und gerade stellen. Ja, vor allem auch direkt da rechts von der rechtesten Stütze, die senkrechte Wandkante, Eben, genau, die ist eben auch nicht ganz das senkrecht. gibt dann Also noch das links, gell? wirkt wieder zusammen. Da habe ich keinen Bezugspunkt, wo ich dann sozusagen den Rest aufbauen kann. Was ich unheimlich spannend finde, ist diese unheimlich große Fläche, diese nichtssagende Fläche, die dann genau in diesen Spalt hineindrückt. Und Ja. dort habe ich aber dann Schräge, die ich nicht erwarte. Also so würde ich jetzt sehen. Das ist ja das Schöne an den Bildern. Jeder nimmt ein Bild anders wahr, halt ganz einfach. Ja. Und meine Meinung jetzt konkret zu diesem Bild ist, ich sage mal, dieses Bild ist sehr künstlerisch fotografiert. Und da würde ich halt nicht so harte Maßstäbe ansetzen, dass man sagt, man muss jetzt die Spinde aufrichten. Natürlich respektiere ich jetzt deine Meinung, Peter, aber meine Meinung ist die, das ist halt sehr extrem künstlerisch gestaltet und da gilt halt das, was der Künstler geschaffen hat. Ja, das Bild an sich ist sehr spannend. Also da gibt es gar nichts zu sagen. Den Mut muss man mal haben, 2/3 des Bildes mit einer Fläche Mit nichts geht zu zu füllen. belegen, nicht? Und dann so nach dem Motto, schau, was du finden kannst, nicht? Also das finde ich, von der Bildidee her finde ich das extrem gut. Fein. Dann sage ich mal, Robert, vielen, vielen Dank für die Bildbesprechung. Ja, Dann, vielen Dank für die Einladung. ja, dann wünschen wir dir einen schönen Feiertag, verbringen einen schönen Abend. Dankeschön. Und ja, bis demnächst, gell? Ja, bis demnächst. Viel Spaß euch noch allen. Tschüss. Unser nächster Punkt ist die Datensicherung. Und was mich jetzt einmal interessieren würde, wie oft macht sie ja Datensicherung? Schreibt es einmal in den Chat rein. Ich versuche es da groß zu schicken, aber das funktioniert bei mir nicht. Das funktioniert. Schreibt es einmal rein, wenn ihr Software verwendet, was ihr verwendet und ob ihr regelmäßig. Und wer schon mal einen Datenverlust hat, kann das auch reinschreiben, bitte. Wer schon Daten verloren hat, Fotos. Bei der Datensicherung muss man sozusagen prinzipiell einmal so ein paar Begriffe unterscheiden. Es ist sozusagen mal wichtig, es gibt das klassische Backup, wo man sozusagen Daten ablegt. Es gibt auch die Synchronisation, die ist dann vor allem sinnvoll, wenn man sozusagen Daten auf einem anderen Gerät auch weiter verwenden möchte. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt klassischerweise vom Hauptwohnsitz zum Beispiel ja, auf ein Mobilgerät transferieren möchte, Daten und sozusagen dann halt woanders weiterarbeiten möchte, Nebenwohnsitz oder Hotel oder wo auch immer. Ja, das heißt, sozusagen, wenn man alles mitnehmen möchte, ist die Synchronisation durchaus was praktisch ist. Ja, bei der Synchronisation werden die Daten abgeglichen. Das heißt, sozusagen von einem Ort zum anderen und sozusagen die Veränderten werden jeweils halt auch hin und her geschoben. Das heißt, wenn man Laptop Änderungen hat und auf dem Hauptcomputer Änderungen hat, werden diese Daten dann abgeglichen. Das macht sozusagen auch manchmal durchaus Sinn. Klonen ist vielleicht auch ein Begriff, den manche schon gehört haben, das ist halt, wenn man die gesamte Platte sozusagen spiegeln möchte, ist dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel eine größere Festplatte verwenden möchte und das Betriebssystem auch komplett mit hinüberholen möchte und sozusagen von einem anderen Computer wechselt und solche Dinge. Ja. Das ist sozusagen durchaus auch eine Methode. Wie gesagt, kommt immer darauf an, möchte man es nur ablegen oder möchte man es weiterverwenden. Was ich glaube, also was ich ganz wichtig finde, ihr solltet unbedingt eine Software verwenden. Ich habe jetzt da gelesen schon Time Machine. Also da muss man sagen, die Apple-Nutzer sind da natürlich sehr im Vorteil, weil diese Time Machine ist eigentlich eine Sicherungsplatte, eine Sicherungssoftware, mit der man einfach auf Festplatten oder auf NAS-Systeme speichern kann. Aber ich würde meinen, wenn ich jetzt einen Laptop habe mit einer Terabyte Festplatte,
dann würde man einfach eine entsprechend gleich große Platte kaufen und würde auf die dann regelmäßig Sicherungen machen. Da gibt es zum Beispiel ein Programm, das heißt SyncCovery. Wir werden es dann auch ins PDF einbetten. Dann gibt es GoodSync. Also es gibt Programme, die kosten ganz, ganz wenig. Es gibt da von Windows ein eigenes Programm. Der Clou ist nämlich, wenn ihr einen Windows Explorer sichert, dann stürzt das Ding in der Mitte einmal ab und man weiß nicht mehr, was man kopiert hat. Und diese Programme, die der Markus da erwähnt hat mit der Synchronisierung, da kann ich dann zum Beispiel immer nur den Teil dann rüberspielen, der noch nicht gesichert wurde. Das heißt, ich brauche nicht immer das Ganze, meine ganzen Daten überspielen. Und ich habe dann zusätzlich noch von meinen ganzen Rechner einen Klon von der Betriebssystemfestplatte, das ist meistens eine kleinere, wo ich sozusagen die Sachen auch ablege und wenn da mal ein gröberer Fehler ist, kann ich diese Festplatte einfach in den Computer einbauen und kann von der auch booten. Was auch wichtig ist, es gibt sozusagen dann natürlich technisch verschiedene Varianten. Das eine ist die SSD, das andere die HDD, also sozusagen von den Platten her. Und dann gibt es natürlich noch die Gehäuse dazu. Das heißt, man kann dann die Festplatten entweder zum Beispiel in ein NAS-Gehäuse reinstecken, in ein, das ist sozusagen ein Netzwerkspeicher. Der bringt dann Vorteile, wenn zum Beispiel mehrere Personen auf den gleichen Speicherort zugreifen sollen oder wenn man auch über Internet zugreifen möchte auf die Daten zu Hause. Ja, das hängt quasi im Netzwerk dann drinnen. Das ist wie ein eigener kleiner Server, wenn man so will. Ja, das heißt, das rennt auch dann üblicherweise halt rund um die Uhr. Also man dreht es halt dann immer wieder dazwischen ab. Aber es ist sozusagen ein eigener kleiner Computer gedacht ist, dass er halt dann auch permanent läuft eigentlich. Das NAS braucht natürlich nicht jeder. Wenn man jetzt sagt, man hat einen Laptop, auf dem man normalerweise alles macht oder auch einen Standcomputer und möchte Daten einfach ablegen und braucht nicht den permanenten Zugriff oder nicht sozusagen den Zugriff von mehreren Leuten, kann man sich das Geld für ein NAS eigentlich sparen und es reicht eine simple externe Festplatte, beziehungsweise gibt es auch natürlich dann einfach externe Festplatten, die spiegeln können mit einem RAID-Gehäuse, ja, wo man sozusagen zwei Festplatten drin hat oder mehrere. Ja. Das gibt sozusagen von LaCie klassischerweise die LaCie-Dock-Systeme und solche Dinge. Aber man kann auch einfach ein Gehäuse nur kaufen, zum Beispiel, also eine ganz normale Platte reintun oder zwei normale Platten reintun. Da gibt es von StarTech zum Beispiel ein Gehäuse auch bei uns im Geschäft, wo man einfach sozusagen nur das Gehäuse kauft, zwei Platten reingibt in der Größe, die man haben möchte und die dann einfach spiegeln. Oder halt eben auch eine einzelne Platte, wenn man mag. Also das heißt, wenn man einfach eine Platte übrig hat zu Hause und sagt, ich möchte jetzt externe Festplatte verwenden, kann man relativ günstig einfach die mit dem Gehäuse dann als externe Festplatte nutzbar machen. Gibt natürlich aber auch dann die fertigen Systeme, die oft den Vorteil haben, dass sie speziell vom Gehäuse geschützt sind, also spritzwasserfest oder eben halt einfach stoßfest und solche Dinge. Das heißt, gerade bei den HDDs, die sind natürlich empfindlich für Stöße und solche Dinge. Also das heißt, da sollte man ein bisschen aufpassen. Das ist wieder der Vorteil von den SSDs. SSDs haben keine beweglichen Teile, sind sozusagen gar nicht empfindlich. Aber, und der große Nachteil von den SSDs ist, das sind Flash-Speicher, wie auch die SD-Karten zum Beispiel, die sind nicht gut wiederherstellbar oder eigentlich so gut wie nicht wiederherstellbar, wenn die keine Sektoren haben. Das heißt, wenn der Speicher kaputt wird, wird üblicherweise alles kaputt. Bei der HDDs gibt es einzelne Sektoren, die umfallen können. Aber man kann den Rest wiederherstellen und man kann sozusagen dann auch, man hat keinen kompletten Datenverlust. Man kann die sozusagen besser auch wieder reparieren, unter Anführungszeichen, wenn einmal was sein sollte. Aber es ist sozusagen, hat beides eine Berechtigung. Die SSD ist wesentlich schneller als die HDD und ist sozusagen speziell zum Arbeiten gut. Das heißt, wenn man sozusagen im Programm, in Lightroom zum Beispiel große Files hat, oder die nützen möchte, oder auch fürs Betriebssystem oder für den Photoshop und so weiter. Also für alles, was sozusagen gerade, was man gerade in Arbeit hat, ist eine SSD besser. Also wir konfigurieren Systeme sehr gerne mit zwei SSDs, eine fürs Betriebssystem und die Programme, eine SSD für die Daten, die man gerade bearbeitet und dann noch eine HDD zusätzlich zur Datenablage. Das heißt, also wenn man eine große Workstation eben hat, hat man genügend Platz für zwei SSDs und eine HDD. Das ist so die Idealkonfiguration aus meiner Sicht. Und eben dann zusätzlich kann man dann auf externe Festplatten oder in ein NAS-System speichern. Externe Festplatten sind natürlich dann auch, haben den Charme zusätzlich, dass man es natürlich auch auf einen anderen Ort noch speichern könnte. Wenn man es ganz sicher haben möchte, sagt man immer, man soll sozusagen zwei verschiedene Orte verwenden. Weil im Worst Case die eine Wohnung sozusagen ausbrennt, hat man noch immer woanders die Daten gesichert. Kommt natürlich darauf an, wie wertvoll das ist. Und es gibt natürlich auch die Cloud-Systeme, das muss man auch klar sagen. Wenn man jetzt alles sozusagen online abgelegt hat auf OneDrive oder was auch immer, hat man natürlich auch eine relativ sichere Variante. Allerdings, man braucht im Internet, um darauf zuzugreifen. Das heißt sozusagen, wenn natürlich Internetprobleme sind, Blackout, was auch immer, wird man, gut, hat vielleicht andere Probleme auch, aber man kommt dann halt zu den Daten nicht mehr hin. Ja. Das heißt, das sind die,
die Online-Speicher haben immer den Nachteil, dass man es nur nutzen kann, wenn man ein gutes Internet gerade hat. Was mir auch noch ganz wichtig ist, wenn ihr alte Systeme, also ihr habt alte Fotos auf Festplatten, also ich spätestens alle 5 Jahre dann also Festplatten auf neu überspielen, weil die einfach also auch normale HDDs, weil die einfach nicht beliebig lange haltbar sind. Und die ziehe ich dann immer auf größere Platten. Im Moment habe ich so zwischen 8 und 10 Terabyte. Und ich schaue, dass ich so wenig als mögliche Platten habe. Also ich habe dann so ein Rad, und diese, die dann ausgeschieden sind, also die verwendet dann für Dinge zum Zwischenspeichern, wo das nicht so heikel ist. Aber irgendwann gebe ich die einmal weg. Weil dann, die sind dann mit 512 Megabyte oder ein Gigabyte also das heißt, die Platten werden im Laufe der Zeit eh so klein, dass sie eigentlich nicht mehr sinnvoll benutzbar sind und die scheide dann einfach im Laufe der Zeit aus. Ja, von der Größe her ist momentan sozusagen vom Preis gemessen am Speicher sind 8 oder 10 Terabyte sinnvoll. Ja, das sind sozusagen die HDDs, die momentan vom Preis-Leistungs-Verhältnis ganz gut sind. Es gibt natürlich noch größere, die werden aber dann pro Terabyte quasi teurer. Ja. Ist auch immer die Frage, wie groß und wie viele Daten hat man dann tatsächlich. Mit 10 Terabyte kommt man schon sehr, sehr weit. Also das ist üblicherweise eine Größe, mit der man sehr viel schon unterbringt. Und wenn man eben eine externe 10 Terabyte Platte hat und eine interne eingebaut im Computer zu Hause, ist das durchaus sehr sinnvoll. Es ist dann auch immer so ein bisschen der Punkt, bei den Platten sparen ist sozusagen die schlechteste Variante, muss man ehrlich sagen. Wir verbauen üblicherweise die Ironwolf Pro von Seagate. Das sind sozusagen sehr gut behaltbare. Also die Pro ist immer wichtiger, nicht der normale Ironwolf, sondern Ironwolf Pro. Also sozusagen die höchste und teuerste Kategorie, so auf die Art. Es geht üblicherweise um 20, 30, 40, 50 Euro vielleicht Unterschied gegenüber jetzt günstigeren Kategorien. Aber es lohnt sich halt einfach nicht, wenn man die Daten verliert. Ich habe sozusagen vor vielen Jahren einmal, kann ich mich erinnern, ein NAS mal ausgestattet mit günstigen WD Green damals, und da sind wir dann innerhalb von 2 Jahren 2 Platten eingegangen und seitdem kaufen wir auf Teuer. Also das. Und wir konfigurieren auch selber nur noch teure Platten. Also nur noch sozusagen teure, gute Platten. Also es geht jetzt weniger ums Teuer, sondern eher um die hohe Qualität und um die Ausfallsicherheit. Also ich würde mir insofern auch noch überlegen, also ein NAS-System ist einfach nicht notwendig in vielen Fällen. Also wie der Markus schon sagte, also wenn ich diese Netzwerkfunktionalität nicht brauche, dann kann ich mir die einzelnen Festplatten genauso gut fahren. Ich kaufe dann mal Festplatte mehr. Und wenn aber jemand sagt, okay, es sollen mehrere Leute zugreifen, dann, also das würde man im Vorhinein immer gut überlegen, wenn ein NAS hat dann 3 oder 4 Festplatten, hat höhere Kosten. Aber da kann man sich auch beim Markus gut beraten lassen. Bei mir ist zum Beispiel so, ich habe in meinem Rechner zwar 8 Terabyte Platten, die habe ich im Rechner drinnen, plus das Betriebssystem. Und das sichere ich aber dann jeden Tag mit so einer Software, aufs NAS, und das NAS wird dann noch einmal gesichert auf externe Festplatten. Es macht doch Sinn, beim NAS nur das Gehäuse zu kaufen und die Platten extra, muss man auch sagen. Zum einen schlagen die Hersteller dann doch nochmal was drauf bei den Platten, und zum anderen ist es so, dass man, also sozusagen die NAS-Hersteller, und zum anderen ist es so, dass man dann einfach die Qualitätsstufe kaufen kann, die man halt gerne möchte. Und üblicherweise braucht man auch keine Vollbestückung am Anfang. Also wir empfehlen immer NAS meistens mit 4 bis 6 Plattenslots sozusagen. Das ist so üblicherweise eine Größe, die sinnvoll ist. Und meistens genügt, wenn man am Anfang mit 2 Platten beginnt. Also wir bestücken oft halt ein NAS mit 4 Slots mit 2 10-Terabyte-Platten, die sozusagen gespiegelt werden. Und das ist in vielen Fällen ausreichend. Man kann dann jederzeit ergänzen und dann hat man einfach mehr Speicher wieder. Wobei es sollte immer die gleiche Größe sein. Das ist dann wichtig. Wenn ihr mal Fragen habt, kannst du gerne im Chat schreiben. Sonst stehen wir gerne natürlich auch zur Verfügung. Also der www.cgshop.at findet man die Kontaktdaten und sozusagen auch die Systeme, die wir anbieten im Moment, ist aber natürlich immer sozusagen auch variabel. Das heißt, wir können natürlich auch viele Dinge, die wir nicht im Shop haben, auch anbieten. Da geht die Zeit oft schneller als sozusagen die Wartungsarbeiten beim Shop, muss man ehrlich sagen. Noch ein bisschen Eigenwerbung. Am 27. geht es in Stift Göttweig. Da haben wir einen tollen Fotowalk und da gibt es noch 2 Plätze. Also wenn noch jemand sich kurzfristig entscheiden möchte, am Donnerstag, wir treffen uns um 14 Uhr im Stift Göttweig und werden dann durch den Partner Bios geführt. In Göttweig gibt es tatsächlich einen Instagram-Fahrer. Und zwar, das ist eben ein Partner, der sich sozusagen nur um Instagram kümmert. Und das ist auch sehr, sehr innovativ. Wenn ihr jetzt bei uns auf der Webseite schaut, sind da schon sehr, sehr viele Termine für 2023 online. Also wer Lust hat
Und dann sofort und Adventure wird dann ein Großteil der ganzen Termine, die es nächstes Jahr gibt, werden dann alle online sein. Ich habe die Canon EOS R7 jetzt in einiger Zeit und habe die auch dann auch getestet. Und das Interessante ist, ich habe die mit dem 18 bis 150 mm, also mit dem Standard-Zoom-Objektiv, das sehr, sehr klein ist inzwischen, probiert und war dann wirklich sehr, sehr begeistert, ob der Qualität ist eine sehr schöne APS-C-Systemkamera. Canon hat jetzt quasi nach unten die Lücke geschlossen mit der R7 und mit der R10. Und es gibt ein paar spezielle, kleinere Objektive. Wenn ihr hier schaut, so 25 Sekunden aus der Hand bei 1600 ISO, also funktioniert tadellos, ist eine sehr kleine, sehr kompakte Kamera mit 32 Megapixel. Für viele Fotografen vielleicht so als zweites Gehäuse oder wer von der APS-C-Welt kommt, natürlich eine vollwertige, tolle Kamera. Dieses Foto habe ich mit dem 16 mm mit der Festbrennweite gemacht, also mit der fixen Brennweite. Man sieht auch sehr, sehr schön, also sehr, sehr geringes bis kaum Bildrauschen. Und das 16 mm stellt auch sehr, sehr schön frei, also bei offener Blende, wenn ich sozusagen nahe genug am Motiv bin, in diesen Flaschen im Vordergrund, habe ich da eine sehr schöne Unschärfe. Das war so ein regnerischer Tag und dieses sehr, sehr weiche und also Wolken war es wie eine riesige Softbox. Ich war dann ehrlich gesagt sehr, sehr erstaunt. Diese Gottesanbeterin ist ja sehr, sehr schön scharf und deshalb beim Standardobjektiv halt auch oft gesagt hat, naja, aber das sind nicht so gut. Natürlich hat es nicht die Qualität wie ein L-Objektiv, aber es ist schon erstaunlich. Also das Verhältnis Preis-Leistung ist auf alle Fälle in Ordnung. Und wenn jemand nicht wechseln möchte, also wenn ich mit einem Objektiv verreisen will, wäre das natürlich eine interessante Geschichte. Ja, wir haben dann in der Südsteiermark dann zwischendurch sehr, sehr schönes Wetter gehabt. Und da ist jetzt jeder Freisteller einfach nahe ran ans Motiv mit offener Blende, funktioniert auch sehr, sehr gut. Noch eine kleine Werbeeinschaltung. Wir haben also am 11. und 12. November haben wir Filme drehen und schneiden. Da gibt es jetzt schon zwei Anmeldungen. Also unseren Video-Einsteigerkurs. Und wer nicht auf der Foto und Adventure ist, kann sich überlegen, dass er vielleicht bei uns zum Videokurs kommt. Apropos Foto und Adventure. Da werde ich dann später noch was sagen nach dem Lightroom-Teil. Jetzt werden wir da kurz die Freigabe stoppen. Wer von euch hat denn schon mit neuen Lightroom Erfahrung? Könnt ihr mir das ganz kurz in den Chat schreiben? Wir hatten die Masken schon probiert. Es gibt also eine ganz neue Maskenfunktion, die in aller Munde ist. Okay, der Otmar arbeitet schon damit. Noch nicht. Okay, also da gibt es ja schon ein paar Leute, die da schon fest damit wirken. Dann werde ich schon einmal ein Foto aufmachen, um euch das zu zeigen. Werde ich noch einmal meinen Bildschirm. Der Peter schreibt, ich arbeite schon ausgiebig mit dem Masken, ist einfach genial. Das kann man nur bestätigen. Und werde euch heute nur ganz einen kleinen Eindruck zeigen, dass ihr mir ein bisschen ein Gefühl kriegt. Und werde dann im nächsten Fotocafé ja nur ein paar mehr Sachen zeigen, um euch diese Maskentechnik auch zu. Es gibt jetzt immer eine neue Möglichkeit, und zwar ich kann hier die Motiverkennung, kennt ihr ja. Und dann erkennt es nämlich auch in einzelne Gesichtspartien, das heißt, er macht dann auch. Er maskiert die Augenbrauen, den Mund, die Gesichtshaut. Also es ist ganz, ganz toll. Ich muss jetzt nur ganz schnell ein anderes Foto suchen. Eine Sekunde. Auf ein anderes Bild. Also die Maske aktivieren, das kennt ihr ja eh. Wenn ihr dann hier auf neue Maske, jetzt auf Personen auswählen. Wenn jetzt mehrere Personen am Bild sind,
dann werden einfach die verschiedenen Personen angezeigt. Dann kann ich jetzt sagen, okay, jetzt habe ich nur die Johanna in dem Fall. Dann werden sozusagen die Gesichtszüge der Person erkannt. Jetzt können Sie mal schauen, jetzt kann man zwischen eigene Teile des Gesichts hin und her schalten und kann die dann ganz gezielt arbeiten. Wenn ihr euch erinnert, alle, die bei mir beim Lightroom-Kurs waren, also wie mühselig diese ganze Maskierung war. Und das ist sozusagen eine dieser bahnbrechenden Funktionen, die es jetzt in der letzten Version gibt. Und man hat jetzt auch dann einen neuen Reparaturpinsel gemacht, und zwar mit also inhaltsbasiertes Füllen, so wie man es zum Photoshop kennen. Das heißt, man zieht dann einfach eine Markierung auf, Pinsel drüber und Lightroom kann dann einfach Störer und so weiter entfernen. Also das sind sozusagen diese großen Neuerungen, und es versteckt sich hier hinter der Maske und ist wirklich selbsterklärend. Ich schaue jetzt mal, wieder ein Foto mit mehreren Personen habe, dann teile ich das noch, wie sind mehrere Leute ausschaut. Schauen wir mal, wie das mit den drei Hübschen geht. Er drückt jetzt nämlich dann, Personen werden erkannt. Er tut schon. Also das dauert jetzt ein bisschen, weil er gleicht es mit dem Server ab. Und jetzt können Sie diese Spielchen dann quasi mit den Personen spielen. Also das heißt, jetzt kann ich dann von dem Siegbert bearbeiten oder ich kann dann auch den Peter bearbeiten. Das heißt, ich kann da wirklich mit einem Mausklick sozusagen meine Maske machen. Ich meine, das ist unglaublich, und da sieht man eigentlich, wo diese ganze Geschichte hingeht. Und ich habe vor kurzem jemanden getroffen, der hat dann mit Lightroom 5 gearbeitet, und der hat dann gesagt, ja, wieso braucht man überhaupt einen neuen Lightroom? Es tut jeder 5er auch, sage ich, ja, nein, schon. Aber wenn man dann einfach mal sieht, was hier sozusagen möglich ist und was da an Entwicklung auf uns zugekommen ist, und diese ganze Maskierung, Freistellung, das noch zu verbessern, das wird eindeutig sicher noch weitergehen. Da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Gut, ich würde mal den Oliver bitten, die Photoshop-Challenge uns zu zeigen, die du heute vorbereitet hast. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Einen Moment, ich bereite noch kurz was vor. Wenn du noch vorbereitest, die Silvia fragt, ich nutze Kamera Raw. Hat Kamera Raw diese Funktion? Weiß ich jetzt nicht auswendig, müsste nachschauen, Silvia. Also meines Wissens hat das Kamera Raw nicht. Gut, aber dann hat es die Maskierungsfunktion von Photoshop wahrscheinlich. Ja, soll ich jetzt den Bildschirm freigeben? Bitte, Oliver. Ja. Ja, liebe Leute, da haben wir heute ein ganz ein tolles Beispiel. Das ist ein Foto, das hat Karl fotografiert bei einem Fotospaziergang, und zwar war das in der ÖAMTC-Zentrale in Wien. Und er hat mir nur gesagt, bitte für die Photoshop-Challenge, ich hätte halt gern, wenn du da hinten den Mitarbeiter da auf der Leiter wegretuschiert. Und ich habe jetzt einen ersten Blick auf dieses Bild geworfen und habe mir gedacht, das einfache Beispiel, willst du jetzt im Fotocafé da, das kann doch jeder von den ganzen Teilnehmern, das haben wir schon öfters gemacht, wegretuschiert. Ich hoffe, die ganzen Zuseher werden sich da jetzt nicht langweilen. Aber dann habe ich mir das Ganze ein bisschen genauer angesehen und bin drauf gekommen, das ist ja gar nicht so eine einfache Sache. Weil aus Erfahrung weiß ich, da gibt es ein paar, die schauen dann immer sehr genau zu und kritisieren dann gerne mich, wenn ich da irgendwo noch ein paar Kleinigkeiten vergesse. Und daher haben wir gedacht, ja, das ist heute wirklich eine richtige Challenge, und wir werden jetzt da den Herrn auf der Leiter wegretuschieren, dass man dann nachher, wenn man das zum Beispiel schön ausdruckt, auch nicht wirklich was sieht. Gut, naja, vom Prinzip her ist es so,
Jetzt wird natürlich da der Hintergrund von diesen Beinen und der Leiter abgedeckt und wir müssen jetzt einfach versuchen, Informationen vom Hintergrund zu finden, die dann da diese Beine und diese Leiter überdecken. Ja, dann sage ich mal, bevor wir aber mit der Retusche einsteigen, machen wir noch kurz die RAW-Konvertierung. Das heißt, ihr legen wir da ein zweites Smart-Objekt an, weil da unten, das ist ja das Originalbild. Und jetzt starten wir ganz kurz in den RAW-Konverter. Und ich würde einmal die Lichter ein bisschen runternehmen, dass der Himmel ein bisschen mehr Struktur kriegt. Und dann ist es da so dunkel und jetzt könnte man sagen, naja, ziehen wir doch die Tiefen ein bisschen hoch. Ja, wäre technisch natürlich möglich, die Information ist da, aber ich möchte es gar nicht, dass man da jetzt in diesen Hangar hineinzieht. Daher lasse ich die Tiefen wieder auf 0 und wenn man da auf den Pfeil doppelklickt, geht der Regler wieder auf 0 zurück. Also ich möchte, dass das dunkel bleibt, weil es ist ja der Sonnenuntergang, der Hubschrauber und da der Himmel, finde ich das Wesentliche an dem Motiv. Und praktisch wäre das jetzt für mich schon die RAW-Konvertierung. Ich bestätige das mit OK. Beschriften wir das gleich mit RAW und vergleichen einmal. Ich mache es ein bisschen größer. Also ihr seht, das war vorher und jetzt haben wir ein bisschen mehr Struktur im Himmel, was mir persönlich sehr gut gefällt. Naja, dann beginnen wir jetzt einmal mit dem Teil da hinten, dass man sagt, ja, fangen wir mal ganz oben an. Also wir haben da dieses Haus, das natürlich hier weiterläuft, aber natürlich abgedeckt wird von dem Mitarbeiter. Daher empfehle ich, wenn ich jetzt freistellen möchte oder Teile aus einem Bild entnehmen, dann nehme ich immer das Zeichenstiftwerkzeug, weil das ist einfach das flexibelste Werkzeug und das werden wir heute noch öfters verwenden. Also das heißt, wir wählen jetzt da das Gebäude aus und werden das dann hier über die Beine platzieren. Also das heißt, ich sehe da die Oberkante, kann das jetzt da wunderschön auswählen. Gehe bis da herunter. Ihr seht, wenn ich jetzt dann einen Fehlklick mache, der Vorteil ist, ich halte die Steuerungstaste und kann diesen Punkt hier wunderschön platzieren. Und das geht halt nur mit dem Zeichenstiftwerkzeug, mit keinem anderen Werkzeug. Gut, jetzt habe ich das ausgewählt. Mit dem Mauszeiger innerhalb des Pfades sich bewegen, rechte Maustaste, Auswahl erstellen. Ja, das wollen wir. Weiche Kante nehmen wir, ein Pixel. Es gibt in der Natur keine harten Kanten. Also ich wähle da meistens immer weiche Kante, ein Pixel. Okay, jetzt ist die Auswahl da. Wenn ich jetzt bearbeiten, kopieren und bearbeiten, einfügen auf eine leere Ebene, dann habe ich das auf einer leeren Ebene, weil das möchte ich ja. Aber der Tastenkurzbefehl lautet Steuerung J oder für die Apple-User Command J. Und dann habe ich das Haus, schaut her, jetzt habe ich das Haus da X auf einer Ebene. Also wir beschriften diese Ebene mit Haus 1. Nehmen uns das Verschieben-Werkzeug und verschieben das einmal so weit hier rüber, dass zum Beispiel auch da die Laternen wieder übereinstimmen. Schauen wir nochmal ein bisschen weiter nach oben. Passt das da ein bisschen vorne noch nach unten? Ja, so ungefähr. Ja. Passt für mich. Okay, dann lege ich mir jetzt da eine Maske an, weil ich darf ja da zum Beispiel den Hubschrauber nicht abdecken und ich habe da so einen harten Übergang, den möchte ich noch ein bisschen weich machen. Also ich lege mir da jetzt eine Maske an, nehme den schwarzen Pinsel, 100% Deckkraft und tue mal da das Ganze ein bisschen weicher machen, den Übergang. Reduziert die Deckkraft auf 30% und so ungefähr. Schauen wir mal. Jawohl, das schaut. Ah, da kommt schon wieder der Mitarbeiter hervor. Das heißt, ich werde da jetzt wieder ein bisschen mit weiß natürlich. So, schauen wir nochmal. Vorher, nachher.
jetzt gefällt es mir. Gut, naja, und jetzt müssen wir da den Hubschrauber noch wieder ausmaskieren. Das kann ich natürlich jetzt auch mit dem Pinsel, und ich muss ja dann da unten noch weiter wieder was abdecken, dann könnte ich wieder da mit dem Pinsel per Hand das ausmaskieren. Viel zu kompliziert. Ich habe mir schon vorher, bevor das Fotocafé begonnen hat, einen Pfad angelegt. Das ist tolle mit dem Zeichenstiftwerkzeuge. Kann ich ja dann, wenn der Pfad geschlossen ist, diesen Pfad auch abspeichern. Und den finde ich hier, da, hier haben wir die Ebenenpalette, hier sind die ganzen Ebenen. Und wenn ich da diesen Reiter anklicke, Pfad, dann habe ich mir da diesen Pfad, den habe ich Hubschrauber benannt, schon angelegt. Also ich klicke da mal kurz an, ihr seht eh da diese blaue Linie. Und wenn ich jetzt da hier mit der rechten Maustaste klicke, Auswahl erstellen, ein Pixel passt gut. Gehe wieder zurück in die Ebenenpalette. Ja, die Maske ist noch aktiv. Schwarzer Pinsel. Und weil ich das jetzt mit einer Auswahl 100% Deckkraft, brauche ich da jetzt gar nicht viel herum, weil das ist ja durch die Auswahl geschützt. Da. Fertig. So, mit Command oder Steuerung D hebe ich die Auswahl auf, und wir haben jetzt einmal den ersten Teil erledigt und haben einmal das Haus hier herüber kopiert. Sehr gut. Ja, dann schauen wir weiter. Aha, jetzt müssen wir da diese Beine abdecken. Ich würde das Ganze jetzt einmal so machen, dass ich sage, da sieht man ja noch ein paar Beine. Ich habe da eh eine Linie, die hier so weiterläuft. Die würde ich jetzt einmal nehmen und auch wieder auf einer einzelnen Ebene hier rüber kopieren. Also das heißt, ich nehme den Kopierstempel, setze jetzt hier die Quelle und setze jetzt da diese Linie einfach vor. Nehme jetzt noch einmal hier die Quelle und setze die Linie hier fort und nehme noch einmal die Quelle. So, dass man da auch diese Linie fortsetzen. So, gut. Und da unten werden wir das auch noch machen mit dieser grauen Fläche. Also ich möchte bis zu dieser Linie hier, möchte das Ganze mal weiter kopieren. Karl, ich habe jetzt gerade gesehen, eine Chatnachricht, betrifft die mich? Na, muss mich heute verabschieden, schönen Abend noch. Ich glaube, ich betrifft dich nicht, Oliver. Okay, es gibt eh die Aufzeichnung, da kannst du das dann in aller Ruhe anschauen. Okay, das haben wir jetzt einmal. Und setzen wir das Ganze gleich fort. Wir haben da jetzt noch eine Straßenlaterne da in der Mitte. Ja, kein Stress, Herr Kollege. Ja. Wir am Arbeiten. So. Der Peter schaut ganz genau. Ja, ich weiß. Darum sage ich ja, heute muss ich genau arbeiten, weil letztes Mal hat es Diskussionen gegeben und da war ich fast in meiner Ehre gekränkt. Oje. Ja, genau. So. Okay, also richtig gesehen, Peter, da fehlt noch die Straßenlaterne, aber die kann ich ja mit der Maske wieder schön ausmaskieren. Ich wollte jetzt nur noch kurz da diese Linie hier fertig bauen. So, okay, gut. Also das heißt, da ist diese Laterne. Wir legen uns hier eine Maske an und werden uns jetzt das Ganze... Ja, genau, die habe ich gemeint. Sehr gut. Ja, das ist immer toll, wenn man so viele Assistenten hat, dann übersieht man nämlich nichts. Gemeinsam sind wir unerträglich, sage ich immer. Ja. Gut. Und jetzt habe ich da oben, schaut her, jetzt zeige ich euch einen Trick. Jetzt mache ich hier oben einmal mit dem schwarzen Pinsel einen Punkt, gehe hier runter gerade, halte ja jetzt die Shift-Taste und Photoshop macht mir da einen Strich. Sieht also doch gleich besser aus. Sieht doch gleich besser aus. Per Hand. So, ja, das schaut doch schon gut aus, oder? Super, ja. Ja, gut. Okay, so, jetzt haben wir da die Südost-Tangente, wo die Autos fahren. Ja, das wird jetzt schon ein bisschen spannend, aber Gott sei Dank haben wir da hinten noch einmal die Südosttangente, wo die Autos fahren. Und diese Autos da hinten werden wir uns jetzt holen. Ich gehe jetzt wieder auf die Ebene, wo ich die RAW-Konvertierung durchgeführt habe. Nehme mir wieder das Zeichenstiftwerkzeug und werde jetzt da die Straße mit den Autos auswählen. So. Da fällt uns leider was, ja, das ist halt so.
Und gut, wieder in die Mitte, Auswahl erstellen. Und wir kopieren uns das wieder mit Steuerung J auf eine Ebene. Also ich beschrift das gleich mit Autos, Autos 1. So, gut, jetzt schauen wir uns das an. Das ist also jetzt nur dieses kleine Futzel da. Und da möchte ich aber vorher noch diese graue Fläche hier eliminieren. Also das heißt, gleich direkt auf dieser Ebene nehme ich mal den Kopierstempel. Ich kopiere jetzt nur dort, dass ich diese graue Fläche da, diese dunkelgraue Fläche eliminiere. So, ich habe da noch eine Linie, die werde ich auch noch sauber runterkopieren. So, gut. Okay, das heißt, ich ziehe mir die jetzt ganz nach oben, weil das ist ja der nächste Baustein in unserem Werk. Nehme das Verschieben-Werkzeug. Und schieben wir jetzt das da hier rüber. Jetzt habe ich natürlich die Autos von weiter hinten genommen und gebe sie jetzt näher zur Kamera. Also das heißt, das Motiv wird größer. Das heißt, ich muss jetzt da proportional das skalieren, dass ich sage, naja, ich sage einmal, so wird es passen. Lass mal so einmal. So, jetzt haben wir die Autos auf das, vielleicht eine Spur zu groß. So ungefähr. Noch ein bisschen tiefer. Ja, okay, bestätigen. Gut, wir legen uns wieder eine Maske an. Werden auf der einen Seite gleich wieder mal da den Hubschrauber freimachen. Da haben wir ja in unserer Pfadepalette schon diesen Freisteller. Also ich klicke hier an, sage wieder Auswahl erstellen, ein Pixel. Gehe wieder auf die Maske, bin ich da, schwarzer Pinsel, habe ich 100% Deckkraft, ich sehe das jetzt gerade nicht, weil das Photoshop, also der Zoom-Rekorder abdeckt, aber wurscht, dann probieren wir es aus. Ja, wir haben 100% Deckkraft. Alles in Ordnung. Gut, so, dann heben wir die Auswahl wieder auf, Steuerung D und machen da oben jetzt einmal Ordnung. Das heißt, es ist schwarz. Wir ziehen einmal da wieder drüber. Jawohl. Und da müssen wir auch noch ein bisschen. So, da schaut schon wieder das Rot durch. Da muss jetzt nochmal das weg. Ja, so. Gut. Dann haben wir noch da unten eine Fläche, die stört. Jetzt schalte ich nur diese Ebene an und lege mir vorher da diese Linie an. Also wieder das Zeichenstiftwerkzeug. Und ich sage einfach, die Linie geht jetzt nur bis daher. So. Schalte es wieder ein. Gehe auf die Maske, schwarzer Pinsel. Also schwarzer Pinsel. So, da ist er. Okay. So. Ah, Moment einmal. Jetzt muss ich nochmal zurück. Ich habe noch keine Auswahl erstellt. Wo sind die Kollegen, die mich da jetzt wieder ermahnen und sagen, Oliver, du bist ja noch gar nicht so weit. So, also das Zeichenstiftwerkzeug nehmen. Hier, Auswahl erstellen. Genau, so, und jetzt kann ich ja, jetzt darf ich erst den Pinsel. So, genau, sehr gut. Auswahl aufheben. Na, jetzt haben wir die Südosttangente wieder nachgebaut. Das schaut ja schon gut aus. Und jetzt haben wir da das nächste, diese graue Wand oder diese Schallschutzwand. Naja, die haben wir ja Gott sei Dank da. Holen wir uns wieder aus dem Originalbild mit dem Zeichenstiftwerkzeug. Also, die Strategie ist, wenn ihr irgendwie was wegretuschieren wollt, versucht im Bild diese Information zu finden. Und dann einfach Stück für Stück, ich schiebe es jetzt nur ganz oben und sage da jetzt Wand grau. So. Wir nehmen wieder das Verschieben-Werkzeug und ziehen das da her.
So. Ein bisschen größer werde ich es noch aufziehen. Ja. Dann werden wir das Ganze noch ein bisschen schräger machen. Ziehen wir es noch ein bisschen größer auf. So. Jetzt schauen wir mal. Jawohl, so passt es für mich. Ja, ein bisschen kippen tun wir es noch. Ja, und ein bisschen nach oben geht es noch. Sehr gut. Ja, gut. Das heißt, wir werden jetzt da wieder diese Linie, genau, so, Zeichenstiftwerkzeug, da haben wir wieder diese Linie, wo ja schon die Landeplattform beginnt. So. Auswahl erstellen. Okay, wir schalten diese Ebene wieder ein. Nehmen. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Zuerst muss ich mir natürlich eine Maske anlegen. So, das Ganze noch einmal. Weil, wenn ich schon die Auswahl aktiv habe, wird die Auswahl aktiv auf die Maske übertragen. Aber das wollte ich ja nicht. So, aber das ist gleich erledigt. Okay, noch einmal Auswahl erstellen. Und den Pinsel. So. Naja, das Schwierigste, sage ich, haben wir jetzt schon fast erledigt. Da beim Hubschrauber sehe ich noch ein bisschen was. Das heißt, ich lade mal wieder den Hubschrauberpfad. So, da ist er. Auswahl erstellen. Ihr seht, immer wieder braucht man die Auswahl. So, schwarzer Pinsel. Schau mal, bin ich auf der Maske? Jawohl. Also ich brauche nur da jetzt drüber. Und das Tolle ist, ihr seht, ich habe da jetzt so viele Ebenen schon angebaut und es wird immer die gleiche Linie verwendet. Also das heißt, das ist dann nachher wirklich perfekt. Ja, schauen wir uns das einmal an. Das schaut ja schon gut aus. Ja, jetzt kommt der nächste Teil, weil ich sage, jetzt müssen wir da diese letzten Unterschenkel noch wegretuschieren. Und da jetzt mein Vorschlag, dass wir sagen, wir nehmen jetzt dann den Teil von dieser Landeplattform. Ich gebe jetzt einmal, bevor ich da jetzt weitermache, das, was wir bis jetzt schon gebastelt haben, in eine Gruppe. Das heißt, ich markiere jetzt einmal alle Ebenen und klicke jetzt hier auf das Gruppensymbol. Das heißt, diese vier Ebenen werden mir gruppiert. Ich brauche jetzt nur da an den Pfeil klicken, geht die Gruppe auf. Und wenn ich jetzt da beim Auge bei der Gruppe ein- und ausschalte, seht ihr ja, sehe ich schon, wie das einigermaßen gut ausschaut. Okay, gut. So, jetzt gehen wir wieder da nach unten und wählen uns jetzt wieder da diese Plattform aus. Also das heißt, und es geht bis darüber. Okay, wir wählen uns die Plattform aus. Auswahl erstellen. Okay, und wieder eine eigene Ebene. Die schiebe ich mal in die Gruppe wieder ganz nach oben. Sag Plattform 1. So. Was mir jetzt aber stört, liebe Leute, ist, ihr seht, da habe ich jetzt diesen Bodenscheinwerfer. Ich will jetzt da nicht einen zweiten Bodenscheinwerfer dazu bauen. Also das heißt, den werden wir kurz wegretuschieren. Ich bin eh auf dieser Plattformebene. Naja, das mache ich am einfachsten. Mit welcher Methode? Wer weiß das? Wer weiß das von euch? Kurz einmal, gebt mir ein paar Tipps. Mit was kann ich das jetzt ganz flott da? Inhaltsbasiert ersetzen oder so. Ah, du bist ein Vollprofi. Sehr gut. Alles klar, also das heißt, wir gehen jetzt bearbeiten, Fläche füllen und da sagen wir jetzt inhaltsbasiert. Also ich kann die Fläche schwarz oder weiß füllen, aber ich sage inhaltsbasiert. Inhaltsbasiert bedeutet, Photoshop schaut außen herum, rechnet die Pixel, die außen sind, da mitten hinein in diese Auswahl. Gut, schauen wir mal, was passiert. Naja, fast perfekt. So, jetzt haben wir noch da den Schatten. Das machen wir Ganze noch einmal mit dem Schatten. So. Ne? Bearbeiten, Fläche füllen, inhaltsbasiert und der Schatten ist weg. Ja, eine Kleinigkeit haben wir noch. Er hat mir da bei dieser weißen Linie ein bisschen einen Bogen gemacht. Naja, das mache ich, korrigiere jetzt kurz mit dem Kopierstempel. Quelle da aufnehmen.
und da drüber kopieren. Fertig. So, jetzt haben wir diese Plattform, Verschieben-Werkzeug, und wir verschieben das jetzt einmal genau daher, dass diese Linien, ja, ich sehe schon, das ist zu klein. Okay, wir müssen größer skalieren. So ungefähr. So, schauen wir mal. Nach unten auch noch größer skalieren. So, jetzt siehst du da jetzt nach oben, so ungefähr. Ja, und nach unten ziehst. Okay, gut, das gefällt mir schon mal gut. Jetzt werden wir das Ganze noch mit einer Maske einen weichen Übergang machen, damit ich da diese Ecken nicht sehe. So. Karl, da muss irgendjemand sein, der hat sein Mikrofon. Ich schaue, ich sehe nicht, ihr fragt gerade, ob jemand offen ist, aber es sind alle. Ja, okay, kein Problem. Gut, so, dann schauen wir nochmal da. Da sehe ich gerade, da passt es noch nicht ganz. Da müssen wir jetzt noch einmal bearbeiten, transformieren, verzerren und das Ganze da ein bisschen herunterzerren. So ungefähr. Ja, jetzt passt die Linie. Okay, gut. Das heißt, ich bin auf der Maske und tue jetzt das noch weg. Das schaut jetzt schon gut aus, oder? So, jetzt schauen wir mal, was wir da... Ich vergessen zum Wegräumen, oder? Ja, ja, das kommt auch noch. Nein, das aber weiß ich schon. Du wirst, was in die Leiter stehen. Ja, die würde ich stehen lassen, oder? Ja, also kann man auch machen, ja. So, jetzt müssen wir noch da hinten ein bisschen zusammenräumen. Ich schalte da mal ein aus. Na, das schaut ja schon gut aus. Also, wenn wir die Leiter stehen lassen, müssen wir die Plattform da auch noch wieder von der Leiter dazu nehmen. Gut, dann darf man das noch machen. So. Oliver, du hast dir keine Zauberhand. So. Und jetzt muss ich da noch die Schuhe. Also, ihr seid ja eh Profis. Ich zeige euch jetzt nämlich dann gleich. Weil jetzt die nächsten Schritte sind die einfachsten Schritte. So, gut. Also, jetzt ist einmal die Person weg. Schaut einmal. Und die Autos auf der Südosttangente fahren auch. Ja. Also das ist schon mal gut. Okay, jetzt schaue ich noch. Na, das haben wir echt super hingekriegt. Perfekt. Ja, also jetzt nur in der Theorie. Die Leiter jetzt wegretuschieren, das ist jetzt eine ganz einfache Sache. Dann nehme ich einfach den Teil vom Boden und lege den da drüber über die Leiter. Also das heißt, ich mache wieder da eine Auswahl. Und das Einzige, wenn man jetzt noch genau sein muss, ich muss jetzt dann noch hier die Schatten wegretuschieren. Also das heißt, ich muss auch hier den Boden nehmen, ihn drüberlegen, weil woher soll der Schatten herkommen, wenn die Leiter weg ist? Also das ist jetzt noch das, was jetzt noch als nächstes ansteht. Aber ihr habt es einmal gesehen, das Schwierigste, man sucht sich halt aus dem Bild Informationen, die passen könnten und legt es dann Ziegelstein für Ziegelstein, also in Photoshop-Sprache, Ebene für Ebene übereinander, tut es dann sauber mit Masken ausmarkieren und wenn man sie vorher, so wie da beim Hubschrauber, einen Pfad, wie den da zum Beispiel macht, den kann ich dann immer verwenden und es passt alles dann einfach haargenau alles zusammen. Okay, gut. Also, jetzt möchte ich noch zum Abschluss sagen, naja, jetzt haben wir da dieses saubere Bild. Ja, ich schalte jetzt nur den Pfad aus. So. Ja, jetzt haben wir da dieses saubere Bild, aber jetzt möchte man noch einen Look haben. Ach, aber bevor wir den Look machen, fällt mir jetzt noch was ein. Wenn man natürlich ins Gegenlicht fotografiert, bekommt man meistens Flares und die sieht man da. Und die können auch sehr stimmungsvoll sein, also da gefällt mir ganz gut, da unten gefällt mir ganz gut. Aber dieser rote, knallige Flair da, der und genau nur vorm Logo, also Stadt Wien, Berufsrettung, das irritiert mich jetzt ein bisschen, das heißt, da zeige ich euch jetzt noch einen Weg, wie man den ganz einfach wegretuschieren kann oder abmildern, sagen wir so. Das heißt, ich nehme mir da
eine Farbton-Sättigungsebene. Und ich kann jetzt hier da die Farben verschieben. Und jetzt schaue ich nur da auf diesen roten Punkt und verschiebe jetzt die Farbe, bis er ungefähr die Farbe bekommt wie der Hubschrauber. Also so, ah, Moment einmal, da hat er mal ja eine Maske angelegt. Die gehört natürlich weg, weg der Maske löschen. So, ich gehe jetzt wieder da auf 0. Und ich lege jetzt eine analoge Maske an. So, so gehört's. Gut, also noch einmal. Wir sind da. Also schaut mal jetzt bitte da auf den roten Punkt. Und wenn der einmal die Farbe von dem Hubschrauber bekommt, also da noch links nicht, gehen wir mal nach rechts. Ah, schau, so wird er schön gelb. So wird er schön gelb, das gefällt mir mal gut. Jetzt invertieren wir die Maske mit Steuerung I und dann jetzt da mit einem Pinsel. So, die Größe, ja, so ungefähr. Und jetzt ziehen wir das jetzt nur ein bisschen weiter runter. So, genau. Und dann nehmen wir 30% Deckkraft und schauen wir mal. Ja, das können wir jetzt schön abmildern, dieses knallige Rot. Jetzt ist dieses Gelb noch spur zu hell. Naja, dann werden wir das abdunkeln, das Gelb. Schaut mal. Und vielleicht sollen wir die Sättigung, ja, so ungefähr. Also schaut, jetzt haben wir einen Flair, der nicht mehr so ins Auge sticht. Der ist jetzt zärter. Vielleicht mache ich noch eine Spur dunkler, den Flair. Ja. So, außen muss ich es ein bisschen wieder wegnehmen. 10% Deckkraft, da wo es zu dunkel ist. So, jawohl. Jetzt ist dieser Flair abgemildert. Schauen wir mal, so knallt er noch. Und jetzt ist er passend. Ja, und jetzt gehen wir noch in den Look hinein. Also das heißt, ich habe da eine ganz tolle Gegenlichtaufnahme und das ist jetzt ein Trick, merkt euch das. Egal ob Landschaftsfotografie, Menschenfotografie mit Gegenlicht, legt euch da zum Schluss eine Farbbalance-Ebene an. Ja, da. Dann wählt euch die Tiefen aus und jetzt werden wir die Tiefen ein bisschen wärmer gestalten. Das heißt, ich gehe da ein bisschen mehr ins Gelbe und ich gehe da ein bisschen mehr ins Magenta. Wow, jetzt knallt das Bild aber wirklich, oder? Schaut einmal. Vorher, noch recht kühl in den Tiefen, aber jetzt knallt es, oder? Und jetzt passt es auch so zu dieser Technik, finde ich, bin ich der Meinung. Ja, liebe Leute, das wäre es. Was sagt ihr dazu? Kurzes Feedback. Gibt es Kritiker heute? Na, hör niemanden. Das sind alle ganz ergriffen, Oliver. Okay. Ja, sehr gut. Das war ja mein Ziel. Ja. So, liebe Leute, Karl, wir werden dieses Photoshop-File wieder öffentlich zugänglich machen, oder? Na, wart bitte noch, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das posten darf, man das auf keinen Fall, gell? Okay, nein, ja, normalerweise reden Sie mir zwei das noch aus, bitte, gell? Ja, ja, also ich habe ja kein Problem damit, also nur, dass ich die Leute... Das muss ich noch abklären. Achso, das ist kein Foto von dir. Das ist schon von mir, aber ich bin mir nicht sicher... Achso, wegen einem ÖAMTC. Ja, das war nämlich, wir sind zufällig zu einer Führung zurechtgekommen. Ich erkläre, das ist relativ kompliziert, aber das ist gleich, das ist ja kein Problem, gell? Ja, ihr habt ja eh die Aufzeichnung vom Photoshop-Café genau, kann das eh ganz leicht auf YouTube-Kanal. Von der Wiener Fotoschule und da seht ihr es dann eh wieder Schritt für Schritt. Genau. Weil das Ziel ist ja, jetzt gar nicht so alles mitzubekommen, sondern nachher kann man sich ja immer Start, Stopp schalten. Dass man die Philosophie einfach dahinter versteht, gell? Ja, ganz genau. Also, und ich sehe jetzt eh, wenn man jetzt in dieser Größe da hinten reinschaut, merkt keine Sau, dass man da jetzt eine Person wegretuschiert. Du Oliver, jetzt ist gerade eine Frage nur gekommen, bieten sich hier Neuralfilter zum Abmildern des Fleckes an? Nein. Neuralfilter machen ganz andere Sachen, Volker. Aber wir können einmal, das wäre vielleicht einmal so ein Thema für eine der nächsten Sendungen, dieser Neuralfilter. Ich kenne das gar nicht, was ist das? Naja, was denn das sind diese speziellen Filter, die es im Lightroom gibt und dann gibt es im Photoshop jetzt seit neuestem auch. Okay, ja. Also gut. Flares kann man nur mit Hand wegretuschieren oder abmildern. Das ist halt meine Philosophie. Das ist immer das Problem. Flares sind wirklich problematisch.
Nein, ich finde die spannend. Das gehört einfach zu einer Gegenlichtaufnahme dazu. Mich stören die nicht. Nein, mich auch nicht. Mich auch nicht. Das macht so richtig die Stimmung noch. Nein, mich stören die Flares auch überhaupt nicht. Aber ich finde das Wegretuschieren ist relativ schwierig. Ja, weil man ja, das ist so halb transparent ist, der Flair. Daher mein Tipp, abmildern, wenn es euch stört. Sehr gut, sehr gut. Dann sage ich mal herzlichen Dank, dass ihr jetzt so lange ausgeharrt habt und heute wieder dabei wart beim Fotocafé. Wir sehen uns dann wieder nach der Foto und Adventure zum gewohnten Termin. Und am 7.11. gibt es ein eigenes Zoom-Meeting, wo die Fotowochenenden präsentiert werden. Aber da werde ich noch mal ein kurzes Mail schicken und wir werden euch dann auch noch mal zusammenfassen, die paar Dinge, die wir über die Datensicherung und so weiter, damit ihr da auch dann sozusagen das nachvollziehen könnt. Also sage ich mal herzliches Dankeschön und schönen Abend.